Ich komme mir vor wie ein Teenie, der sich nachts am Zimmer der Eltern vorbeischleicht. Dein Glück, dass Herr Sonnbichler so einen festen Schlaf hat. Aber Frau Sonnbichler und Marie haben bestimmt was mitbekommen. Vergiss es, ich gehe da nicht mal runter, die Treppe knarzt, okay? Ich setze mich hier hin. Hier bleibe ich. Ich glaube, dann musst du aus dem Fenster steigen. Da breche ich mir alle Knochen. Dann gibt's nur noch eine Möglichkeit. Du musst hier bleiben. Das würde ich sehr gerne, aber... Das Problem bleibt. Ja. Wenn wir schon nicht die Nacht miteinander verbringen können, was hältst du davon, wenn wir morgen eine Fahrradtour machen? Super Idee. Aber wer putzt mein Zimmer? Deine Kollegin. Ich gebe dir frei. Danke. Und wer gibt dir frei? Ich. Ja, den Vorteil muss es ja haben, Chef zu sein. Ne? Super. Dann also bis morgen. Ja. Gute Nacht. Träum was Schönes. Du auch. Felix. Ich könnte mir jetzt nichts Schöneres vorstellen, als mit Felix die Nacht zu verbringen. Zu blöd, dass entweder Erinnerungen an Rosalie oder an Ben dazwischen funken. Das gibt es doch nicht. Jetzt, wo wir uns endlich gefunden haben, können wir uns nirgendwohin zurückziehen. Dabei habe ich solche Sehnsucht. Na, Sie legen ja ein Tempo vor. Ja, langsam komme ich wieder in Schwung. Hey, halt! Das ist ja viel zu schade zum Wegkippen. Cheers. Köstlich, wie heißt der denn? Green Angel. Oh, grüner Engel. Mhm. Passt zu Ihnen und Ihren grünen Augen. Probieren Sie mal den Black Russian. Wodka und Kaffeelikör. Uiuiui, das ist ja eine wilde Mischung. Ja, dank Ihnen fängt der Tag jedenfalls besser an, als er geendet ist. Ach so, war Ihre auch mies? Grauenhaft, abscheulich, ein Desaster. Ich muss Hotelanteile verkaufen. Wirklich? Ben, ich glaube nicht, dass Frau Engel das interessiert. Aber ja! Ja, da hörst du es doch. Und noch viel interessanter ist es, wenn sie erfährt, von wem ich das zu verdanken habe. Ihrem Ex-Freund, Felix. Ja, stimmt der Beleidigung meiner Anteile nicht zu, weil er beleidigt ist. Warum das denn? Wegen irgendeiner Bagatelle spielt er plötzlich den Moralapostel. Jetzt reicht's. Wieso? Erfährt doch eh jeder. Nein, also von mir erfährt keiner was. Aber das ist natürlich typisch Felix. Wenn andere einen Fehler machen, dann reißt das Maul auf. Und wenn er selbst einen Fehler macht. Ich hoffe, Ihr Frust führt nicht dazu, dass Sie meinem Bruder jetzt jeden Abend Cocktails mixen. Oh, André, das ist eine hervorragende Idee. Was trinken wir denn morgen? Jetzt kommt schon. Gute Nacht. Nacht, mein grüner Engel. Aber Herr Saalfeld? Ja? Haben Sie schon einen Käufer für Ihre Anteile? Wieso? Sind Sie interessiert? Ja, mir fehlt wohl das nötige Kleingeld. Wäre ja auch ein Witz. Das wollen wir mal sehen. Hallo Zürich, hier spricht der grüne Engel. Ja, Herr Kurswiller, ich weiß, wie spät es ist. Es tut mir leid, dass ich Sie wecken musste, aber ziehen Sie sich an und schwingen Sie Ihren Hintern zum Flughafen. Ich brauche sie hier. Dringend. Sie sind ja noch da? Ich habe die Tischtücher noch in die Wäscherei gebracht. Und Sie? Ich musste noch was im Büro erledigen. Oh, meine Füße. Und dann die Laune vom Konopka. Wem die wohl verhagelt hat. Ich werde mich mal ein bisschen um ihn kümmern, dann ist er morgen wieder bestens drauf. Zu spät. Ich habe ihn gerade mit seinem Bruder in der Lobby getroffen. Die waren auf dem Weg nach oben. Wie? Ohne auf mich zu warten? Na, besonders viel Humor hat der nicht. Habe ich Ihnen etwa seine schlechte Laune zu verdanken?
Nur weil ich diesem Hendrik Bruckner und dem Shampoos-Fritzen schöne Augen gemacht habe. Moment mal, Sie wollten unseren Chefkoch eifersüchtig machen? Was offensichtlich geklappt hat. Erst fühlen Sie sich von ihm gemobbt und dann sowas? Habe ich da irgendwas verpasst? Frau Sonnenwichler. Servieren sind Sie sicher besser als ich, aber wenn es um Männer geht. Also, sollten Sie mal einen Rat brauchen, wenden Sie sich vertrauensvoll an mich. Danke für das großzügige Angebot, aber es wäre trotzdem schön, wenn Sie in Zukunft Beruf und Privatliches trennen würden. Hey, das ist mein Spruch. Muss ich das verstehen? Nö. Schönen Abend noch. Verstehe, soll ich mich an diesen Herrn Saalfelder anspielen und die Hotelanteile kaufen? Sozusagen als Ihr Strohmann, oder? Genau, Herr Großwieler, ja. Ja. Und warum so plötzlich? Von den Anteilen war doch bis jetzt nie die Rede. Ja, die standen auch vorher nicht zum Verkauf. Sehen Sie sich diesen Kasten an. Ist ja nicht schnucklig. Und wie steht es mit der Auslastung? Ausgezeichnet. Auch in Zeiten der Wirtschaftskrise. Ja, ja. Der Fürstenhof ist eine gute Geldanlage. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ist nicht Ihr Ex-Freund Miteigentümer des Hotels? Ja, und? Kann es sein, dass Ihre Motive auch persönlicher Natur sind? Ich sehe, Sie verstehen was von Frauen. Sie möchten eine offene Rechnung begleichen. Soll ich etwa akzeptieren, abserviert zu werden? Nein. Ich kaufe mich in den Kasten ein und dann lasse ich die Puppen tanzen. Nur, die ganze Sache muss schnell über die Bühne gehen. Herr Saalfeld steht ziemlich unter Druck. Tut mir leid, aber Ihr Geld ist noch einige Monate gebunden. Ja, aber es gibt doch bestimmt ein paar andere Möglichkeiten, um das Geschäft abzuwickeln, nicht wahr? Ein kleiner Zwischenkredit wäre denkbar, bei so einem interessanten Objekt. Und wann wäre der 2-Millionen-Euro-Kredit verfügbar? Es sind nur knapp 1,9. Und meine Provision und die Gebühren müssen Sie auch noch einkalkulieren. Na ja, jetzt lassen Sie mal das Erbsen zählen und machen Sie den Deal mit Werner Saalfeld klar. Zu Ihren Diensten, Madame. Ach, und vergessen Sie nicht, ich darf auf keinen Fall mit diesem Kauf in Verbindung gebracht werden, verstanden? Falls ich Ihnen im Hotel begegne, dann zum ersten Mal. Ertappt. Sag bloß nichts meiner Mutter, das mochte sie schon nicht, als ich noch klein war. Tja, manche Dinge ändern sich eben. Was machst du denn überhaupt hier? Wolltest du nicht bei Felix übernachten? Tja, es kam genauso wie erwartet. Rosalies dunkler Schatten schwebt über euch und alle. So ungefähr. Jedenfalls hat er mich nach Hause gebracht. Du warst also doch hier? Ja, so ähnlich. Er holt mich jetzt gleich ab zu einem kleinen Radausflug. Na, wenn man vom Teufel spricht. Oh. Entschuldigt, ich wollte nicht stören, aber die Tür draußen, die stand offen. Und Felix? Da, ja. Hey, als ob ich dich in 3 Wochen nicht gesehen hätte. 3 Wochen nur? Mhm. Mir kommt's vor wie 3 Jahre. Tatsächlich. Ja, Entschuldigung. Hoppla, da vibriert was. Das ist das erste und das letzte Mal, dass ich da heute dran gehe, ich verspreche es. Ich werde dich dran erinnern, ja? Okay. Saalfeld? Charlotte, was gibt's? Hab ich. Okay, bin gleich da. Ja? Du hast's gut. Ich muss schuften und du darfst mit deinem Liebsten durch die Gegend düsen. Felix, bitte komm her und wir reden noch mal über alles, auch ohne Werner. Tut mir leid, Charlotte, ich habe jetzt weder Zeit. Dann heute Abend. Noch werde ich meine Meinung ändern. Werner hat es einfach zu weit getrieben. Ja, das finde ich ja auch. Aber letztlich geht es um viel mehr als um Werner. Um unser Hotel, unsere Familie. Charlotte, tut mir leid. Emma wartet. Ich muss los. Aber das hier ist wichtig. Emma auch. Bis dann. Felix? Felix! Er hat einfach aufgelegt. Habt ihr es ja gesagt, er will nicht.
Warum trinkst du den Saft nicht? Ist er schlecht? Da hat Barbara mir ihr Gift reingeträufelt. Dich zu vergiften schaffst du auch ohne ihre Hilfe, wenn das so weitergeht. Wie viele Cocktails waren es denn gestern? Was machen wir jetzt bloß? Wenn ich deinen Neffen kenne, wird er hart bleiben. Er ruiniert lieber mein Lebenswerk. Ach, Werner. Ja, schon gut. Unser Lebenswerk, das Werk deiner Eltern. Lieber ruiniert er alles, als dass er von seinem hohen Ross runtersteigt. Was ich angesichts deiner Lügen sehr gut verstehen kann. Vielleicht solltest du mal von deinem hohen Ross runtersteigen und dich bei ihm entschuldigen.